Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Herzlich willkommen zu diesem Videogottesdienst zum vierten Sonntag nach Trinitatis. Der Wochenspruch lautet: Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Wie viel Last einer zu tragen hat im Leben mit Sorgen und Problemen, das ist sehr unterschiedlich. Gut ist es, wenn der andere mittragen. Wir werden heute von jemand hören, der sehr viel im Leben zu tragen hatte und wo Gott mitgetragen hat oder mitgeholfen hat. Dazu später mehr. Singen wir jetzt aber das erste Lied oder hören Sie zu, wie Sie möchten, die güldene Sonne. Unser Gott, wenn wir Lasten in diesem Leben zu tragen haben, wenn Probleme und Sorgen uns niederdrücken, dann hilf du uns. Lass uns jetzt in diesem Gottesdienst ganz auf dich sehen und hören. Erbaue uns, gib uns Kraft, stärke unsere Hoffnung. Das bitten wir dich durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn. Amen. Wir hören das Evangelium für diesen vierten Sonntag nach Trinitatis. Es steht im Lukas-Evangelium im 6. Kapitel. Jesus sprach: Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist, und richtet nicht,
so werdet auch ihr nicht gerichtet. Verdammt nicht, so werdet auch ihr nicht verdammt. Vergebt, so wird auch euch vergeben. Gebt, so wird euch gegeben. Ein volles, gedrücktes, gerütteltes und überfließendes Maß wird man in euren Schoß geben. Denn eben mit dem Maß, mit dem ihr messt, wird man auch euch zumessen. Er sagte ihnen aber auch ein Gleichnis. Kann denn ein Blinder einen Blinden den Weg weisen? Werden nicht alle beide in eine Grube fallen? Ein Jünger steht nicht über dem Meister. Wer aber alles gelernt hat, der ist wie ein Meister. Und was siehst du, den Splitter im Auge deines Bruders, aber den Balken im eigenen Auge nimmst du nicht wahr? Wie kannst du sagen zu deinem Bruder, halt still, Bruder, ich will dir den Splitter aus dem Auge ziehen und du siehst selbst nicht den Balken in deinem Auge? Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge, danach kannst du sehen und den Splitter aus deines Bruders Auge ziehen. Amen. Ehre sei der Herr, Lob sei dir, Christus. Lasst uns antworten auf das Evangelium, dem wir gemeinsam unseren Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, heute kommt der biblische Josef in den Blick. Nicht der Mann der Maria, sondern der Josef aus dem Alten Testament mit seinen 11 Brüdern. Ich werde gleich von ihm berichten. Wenn ich von diesem Josef in der Schule erzähle, dann begleiten uns zwei Lieder im Unterricht. Und der eine hat den Refrain: Der Josef hat viel mitgemacht, der Josef hat es weit gebracht, der Josef hat viel mitgemacht, er hat es weit gebracht. Ja, Gott schützt ihn wunderbar, jetzt wisst ihr, wie es mit Josef war. Ja, Gott schützt ihn wunderbar, jetzt wisst ihr, wie es war. Und der Refrain fasst schon mal gut zusammen: Der Josef hat wirklich viel mitgemacht, er hat es aber auch weit gebracht und Gott hat ihn wunderbar geschützt. Das zweite Lied lautet: Jo, jo, Josef, da, di, da, 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 da. Jo, jo, Josef, da, 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 da. Also der Vers fängt immer an mit Jo, jo, Josef. Und erinnert daran, dass das Leben von Josef wie ein Jojo war. Es ging auf und nieder. Auf jeden Höhepunkt im Leben folgte ein Tiefpunkt und umgekehrt. Ich werde nun davon erzählen. Josef war der Sohn des Jakobs. Jakob hatte sich in die Rahel verliebt und deren Vater erklärte, er müsse 7 Jahre arbeiten, um dann die Rahel zu bekommen als Frau. Also tat dies Jakob, aber nach 7 Jahren, als er bei der Hochzeit den Brautschleier lupfte, da sah er, die Lea war unter ihm. Er war mit der Lea verheiratet worden, der großen Schwester von Rahel. Und er musste noch einmal 7 Jahre arbeiten, bis er seine Rahel bekam. Zu der Zeit gab es noch die Vielehe. Warum diese Vorgeschichte? Ganz einfach. Weil Jakob, bis er seine geliebte Rahel heiraten kann, mit der Lea schon 10 Kinder hat. Aber Josef ist jetzt sein Lieblingssohn. Und so wird Josef verwöhnt. Er bekommt ein buntes Kleid geschenkt. Die großen Geschwister sind neidisch. Und dann hat er Josef noch Träume. Seine Brüder verneigen sich vor ihm alle. Und da werden die Brüder ärgerlich und wütend. Josef ist ganz oben in seinem Gefühl, aber irgendwann reicht es den Geschwistern. Und wie sie weit weg auf dem Feld sind, weit weg von daheim, da packen sie den Josef, verkaufen ihn als Sklaven an eine Karawane nach Ägypten, ihr Problem ist gelöst und Josef ist wieder ganz unten. In Ägypten arbeitet er sich dann als Sklave nach oben im Haus Potiphar. Es geht also Stück für Stück wieder aufwärts. Aber die Frau von Potiphar wirft ein Auge auf ihn. Er will aber nichts von ihr wissen und dann klagt sie ihn an, er hätte sich ungebührlich ihr genähert und Josef wird ins Gefängnis geworfen und er ist wieder ganz unten. Aber im Gefängnis kommt ihm seine Gabe als Traumdeuter zugute. Er hilft dem Mundschenk des Pharaos, der ungerechterweise ins Gefängnis geworfen ist, bei seinem Traum. Und als der Pharao dann Träume selber hat, da erzählt er ihm von Josef und Josef wird geholt, die Träume zu deuten. Folgenden Traum, seltsamen Traum hat der Pharao, der ihn keine Ruhe lässt. 7 fette Kühe steigen aus dem Nil, und 7 magere Kühe kommen hinterher und fressen die fetten Kühe auf und bleiben mager. Und Josef erklärt, die 7 fetten Kühe sind 7 gute Jahre mit toller Ernte, die kommen werden. Und die 7 mageren Kühe hinterher sind 7 Hungerjahre, die darauf folgen. Der Pharao ist dankbar für diese Information, dass er den Traum gedeutet hat. Und auf Josefs Rat hin werden Scheunen gebaut und mit Vorräten gefüllt. Josef wird zur rechten Hand und Berater des Pharaos ernannt. Er wird reich und mächtig. Josef ist wieder ganz oben. In der Hungersnot nun kommen seine Geschwister zu ihm, ohne ihn zu erkennen. Sie brauchen dringend Korn, um überleben zu können. Und Josef hilft ihnen. Am Ende zieht die ganze Familie zu ihm nach Ägypten. Und es geht allen gut.
Und an dieser Stelle beginnt nun unser Predigttext. Jakob, der Vater von Josef und seinen Brüdern, stirbt. Und jetzt bekommen die Brüder Angst, dass sich Josef vielleicht an ihnen rächen wird. Sie haben ihn als Sklaven verkauft. Jetzt könnte die Rache kommen. Und die Spannung steigt. Wie wird Josef sich verhalten, nachdem der Vater weg ist? Und ich lese aus dem letzten Kapitel des ersten Mosebuches, die Verse 15 bis 21. Die Brüder Josefs aber fürchteten sich, als ihr Vater gestorben war, und sprachen: Josef könnte uns Gram sein und uns alle Bosheit vergelten, die wir an ihm getan haben. Darum ließen sie ihm sagen: Dein Vater befahl vor seinem Tode und sprach: So sollt ihr zu Josef sagen: Vergib doch deinen Brüdern die Missetat und ihre Sünde, dass sie so übel an dir getan haben. Nun vergib doch diese Missetat uns, den Dienern des Gottes des Vaters. Aber Josef weinte, als man solches zu ihm sagte. Und seine Brüder gingen selbst hin und fielen vor ihm nieder und sprachen: Siehe, wir sind deine Knechte. Josef aber sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht. Stehe ich denn an Gottes statt? Ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen, um zu tun, was jetzt am Tage ist, nämlich am Leben zu erhalten, ein großes Volk. Amen. Josef erkennt im Rückblick etwas, was man in der Mitte der Krise oft gar nicht erkennen kann. Auch das Schlechte kann seine guten Seiten haben. Kein Schaden oder Nutzen, sagt man manchmal. Oder wer weiß, wozu das noch gut ist. Ich glaube nicht, dass jeder Schaden einen Nutzen hat und dass alles zu etwas gut ist. Aber ich glaube mit Josef, dass Gott auch aus Bösem etwas Gutes machen kann. Hätten seine Brüder ihn nicht als Sklaven verkauft, so hätte die Familie die Hungersnot nicht überlebt. Wie dem Josef, so geht es vielen Menschen. Immer gerade, wenn man meint, das eine überstanden zu haben, dann kommt die nächste Katastrophe und zieht einen wieder nach unten und man hat wieder zu kämpfen. Oft geht es im Leben eben hoch und runter wie bei einem Jojo. Ganz unterschiedliche Bereiche können dabei mitspielen. Die Schule, die Arbeit, der Sport, mal läuft's da und man ist oben erfolgreich und dann kommen wieder Phasen, wo überhaupt nichts klappt. Auch in der Familie und Freundeskreis kann dies sein. Plötzlich kommen Streit und Spannungen auf und wechseln sich mit guten Zeiten ab. Und dann kommt noch der Bereich der Gesundheit dazu. Manchmal ist eine Krankheit gerade überstanden und dann kommt schon die nächste Diagnose. Und da diese Bereiche ja nicht getrennt sind, geht oft im Leben das eine in das andere über und es geht auf und ab mit den guten und schwierigen Momenten im Leben. Wohl dem, der immer oben auf ist und nur Höhepunkte hat. Was wir an Josef sehen können, ist, dass ihm der Mut und sein Gottvertrauen ihn auch in den schwierigen Zeiten nicht verlässt. Als Sklave im Haus Potiphar arbeitet er sich wieder nach oben, im Gefängnis als Essenausteiler und Traumdeuter lässt er nicht nach. Josef lässt sich nicht unterkriegen. Und am Schluss sieht er sogar, dass es etwas Gutes hatte, dass seine Brüder ihn als Sklaven verkauft haben, dass Gott etwas Gutes daraus gemacht hat. Wohlgemerkt, ich glaube nicht, dass Gott wollte, dass die Brüder ihn als Sklaven verkaufen, aber Gott kann eben aus Schlechtem etwas Gutes machen. So wie ich auch nicht glaube, dass der Coronavirus von Gott geschickt worden ist, damit wir irgendwas daraus lernen. Ich glaube aber, dass Gott aus dem Virus oder aus dieser Zeit etwas Gutes erwachsen lassen kann. Und sei es nur, dass beruflich weniger geflogen wird oder mehr Homeoffice ist und dadurch die Umwelt mehr geschont wird. Durch sein Gottvertrauen verbittert Josef nicht im Leid. Er sinnt nicht nach Rache bei seinen Brüdern, jedenfalls nicht, als sie in der Hungersnot zu ihm kommen. Mit seiner Lebenseinstellung kann Josef auch in den schwierigen Zeiten mit seinem Schicksal Frieden schließen. Er lernt in seinem Leben, dass Gott ihm immer wieder hilft. Und dies lässt ihn positiv und gespannt schon mal nach vorne schauen. Im Blick, denke ich, der allen Menschen gut tut. Können dann nach dem Motto fast gehen: Schauen wir mal, ob Gott nicht was aus dem Schlechten auch Gutes machen kann. Sind wir gespannt.
Auch bei Josef wendet sich das Blatt aber nicht plötzlich. Er muss lange durchhalten. Er hat trotzdem nicht aufgegeben, auch wenn es noch immer und immer schlimmer worden ist. Erst als Sklave von daheim weg in Ägypten, dann im Gefängnis, weit weg von daheim, verraten von einem Großteil der Familie. Die Eltern wissen gar nicht, ob er noch am Leben ist. Viel verlorener kann man ja kaum sein. Der Josef hat viel mitgemacht, heißt es in dem Lied. Der Josef hat es weit gebracht. Und ich denke, dass das Gottvertrauen ihm dabei geholfen hat. Ja, Gott schützt ihn wunderbar. Jetzt wisst ihr, wie es mit Josef war. Gott schützt uns nicht so, dass uns nichts passieren kann. Aber er schützt uns so, dass er immer wieder hilft und manchmal sogar aus Schlechtem Gutes machen kann. Deshalb, wenn es im Leben wie beim Jojo auf und ab geht und Sie gerade unten sind, geben Sie nicht auf. Bitten wir Gott immer wieder darum, dass er auch aus dem Schlechten etwas Gutes machen kann, dass wir zumindest im Nachhinein erkennen können, dass Gott da gewesen ist und dass es wieder gut geworden ist. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen. Lasst uns miteinander und füreinander beten. Herr unser Gott, wir vertrauen darauf, dass du uns beistehst und auch aus Schlechtem etwas Gutes machen kannst. Und wir bitten dich für diejenigen, die gerade ganz unten sind im Jojo des Lebens. Wir bitten dich für die Kranken und Trauernden, dass es in ihrem Leben wieder aufwärts geht. Wir bitten dich für diejenigen, die mit finanziellen Sorgen zu kämpfen haben, dass sich neue Perspektiven auftun, und für diejenigen, die im Streit mit ihrer Familie oder dem Ehepartner sind, dass sie den Geist der Versöhnung bekommen. Wir bitten dich für unsere Mitmenschen, mit denen wir verbunden sind, alle, die unserer Sorge anvertraut sind, und für alle, mit denen wir täglich zu tun haben, schenke uns immer wieder neu die Liebe und Achtsamkeit, damit Gemeinschaft unter uns wachsen kann.
Und wir bitten dich für diese Corona-Zeit, lass auch aus ihr etwas Positives erwachsen. Und für unsere Kirche bitten wir, hilf ihr, deine Liebe weiterzutragen. Und gemeinsam beten wir weiter, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und seinen heiligen Namen.
Und so bitten wir um den Segen für die kommende Zeit. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. Amen.